Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf Train. Sehr schön, wir rotieren alle Maps einmal durch. Oh, er hasst es dick rein, aber gut, ich meine die... Oh, der letzte Headshot war... Der war schon ziemlich... Aber ja, wir rotieren alle Maps durch, sehr schön. Nachdem wir ein paar Mal wieder das 2 hintereinander hatten, haben wir jetzt so eine kleine, aber feine Rotation in den Maps. Das freut mich. Ich würde jetzt übrigens direkt am Anfang anmerken, dass er irgendwie... unachtsam hat eben auf den Spot geschlappt ist und nicht direkt halt, also wenn ich bei Connector rausrenne, gucke ich eigentlich direkt erstmal in Team Main, weil die Tees, vor allem wenn sie gut gespawnt haben, ziemlich früh da sind. Den hat man gehört, weil er was aufgehoben hat. Er hat aber auch bei den vorherigen einen sehr guten Fokus gehabt auf den, auf die Feinde. Beim letzten Fall, das war glaube ich der mit dem Knife, oder? Da habe ich nichts gedrückt. Da waren zwar manche Sachen so ein bisschen fishy, aber... Also es hat zumindest nicht ausgereicht. Man hat Vermutungen gehabt, ihr hattet auch einige Vermutungen, aber alles in allem waren wir uns doch, glaube ich, im Gesamten sicher, dass er nichts hat, beziehungsweise dass es zu unaussagekräftig ist. Und dass es da halt im Zweifel für den Angeklagten ausgeht, diese ganze Sache. Da hat er genascht, aber richtig hart. Ja, wir sollten hier auf jeden Fall mal so ein bisschen drauf gucken, worauf er fokussiert oder was ihm, welche Ecken ihm wichtig sind. In seinem Spiel, das gerade eben war haarig. Da hat eigentlich direkt den Headshot gefressen. Die neue Leitung ist da und sie ist ultra nice. Die ganzen Sorgen, die ich mir gemacht habe, waren vollkommen umsonst. Das einzig kleine Problem, das ich hatte, war, dass der Techniker meine Leitung oder die Leitung halt umgesteckt hatte, aber sie nicht der, keine Ahnung, Leitung oder der Zentrale mitgeteilt hat, also diese Information. Bei mir stand in dieser Abfrage, dass der Techniker noch braucht, obwohl sie schon längst umgesteckt war. Ich habe auch bei Tests gespürt, dass die Leitung eigentlich schon umgesteckt sein muss, weil meine Leitung deutlich besser war, mit einem Schlag. Trotzdem habe ich dann erst noch mit dem alten Router gestreamt und es lief perfekt. Null verworfene Frames. Wir haben überhaupt keine Lags oder irgendwas. Ich habe mir in der Wiederholung die Sachen angeschaut und es ist gerade jemand da, der Ausrufezeichen Rank eingibt, Blade. Ich sehe es in OBS, dass jemand gerade im Twitch-Livestream ist, der offline ist. Oh! Du Fickpantoffel. Du verschissener Affe. Okay. Wir wissen Bescheid. Schade. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Fall, der etwas spannender wäre. Naja. Wir gucken mal kurz noch den Stats. Eine Sekunde. Vergessen wir das nicht. Wisst ihr, ob es vielleicht ein Hacker versus Hacker-Ding ist? Naja. Müssen wir mal gucken. Was war das, mein Freund? Ja, der Stream lief ultra nice. Ich habe mir die Wiederholung angeschaut und wir haben früher immer solche, manchmal einen kleinen Versatz drin gehabt, eine Asynchronität, eine kleine, beziehungsweise, also immer so punktuell. Oder es hat dann einfach geleckt kurz. Es fühlte sich... jetzt hat jemand gefollowt. bin gerade am Recorden. Also dieser Blade und Idris, beide sind gerade im, im Ding drin. Sehe euch. Wir sind gerade im Chat drin. Das ist so. Alter, wie er gerade Ultra gelockt hat. What the fuck? Ich glaube, der kommt gerade nicht mehr. Oh! Alter! Okay, jetzt ist er komplett am Abdrehen. Er testet wohl gerade ein paar Hacks. Das ist ein Lurch. Das ist ein richtiger Lurch. Wahnsinn. Naja. Schade. Lief ultra geil der Stream. Und nach dem Stream habe ich dann den neuen Router dran gemacht. Und es ist krass. Am Router messe ich 230 bis 250 down, ja, und es ist eine 250er Leitung und ab waren mir 40 versprochen und ich habe die 40, also es ist abnormal. Die Leitung, also ich hocke leider so weit vom Router entfernt, wie es im Haus nur möglich ist und leider kommt bei mir dieser krasse Download nicht an. Der Upload, der Ping, alles, also der Ping ist drüben auch nochmal besser, drüben ist der Ping bei ungefähr, Alter, jetzt dreht er vollkommen ab, wenn ich direkt am Router hänge mit dem LAN-Kabel. Habe ich da einen Ping von so 8 bis 10. Bei Okla und auch bei, wie ist meine IP, bei den Messungen. Aber hier ist der Ping so bei 13, 14. Und der Download ist halt nur noch bei 30, 40 hier in diesem Büro. Upload zum Glück trotzdem noch bei 40. Und das ist ja halt das, was ich brauche. Der Download ist eigentlich egal. Solange er nicht fallen würde. Also, aber der ist super. Ich überlege, ob ich mein Büro mit dem von meiner Freundin tausche. Weil ihr Büro, in ihrem Büro steht der Router. Direkt auf ihrem Schreibtisch. Und ja, sie hat auch schon gesagt, wir können tauschen. Dann würde ich halt, hätte ich die volle. Also wirklich komplett alles. Die 100% unserer Leitung.
Ich habe große Sorgen gehabt, das wisst ihr ja, dass es nicht geht. Ein paar von euch haben auch gesagt, oh, Glasfaser auf Kupfer wäre ganz schlecht. Aber es ist krass, Leute, es ist absolut edel. Ich hätte mir es nicht besser erträumen können. Wahnsinn. Das ist wirklich geil. Ich war so richtig euphorisch dann, nach dem Stream leider erst, weil ich ja im Stream noch nie, oh mein Gott, noch nicht wusste, wie sehr, wie krass die Leitung ist. Gut, das ist, wir haben hier halt einen dreckigen Kackbock, der scheinbar verschiedene Cheats oder verschiedene Einstellungen testet, ne? Also am Anfang war auf jeden Fall, war die Sache noch anders, wie jetzt mit diesem Spinbot hier. Der kriegt natürlich die volle Ladung gedrückt, das ist klar. Glaubt ihr, er hat verschiedene Cheats getestet oder glaubt ihr, er hat in seinem aktuellen Cheat erst nur 10% gehabt praktisch und danach hochgedreht auf bis auf 100? Weil das war echt abnormal, also der kriegt natürlich die volle Drückung. Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, die Leitung, geil. Also selbst jetzt hier, so weit vom Router entfernt, habe ich halt einen riesigen Boost bekommen. Vor allem was Ping angeht und was Upload angeht. Also wir können jetzt ultimativ geil streamen, selbst wenn ich hier hocken bleiben würde. Hier ist einfach nur der Download nicht so krass, wie er direkt da drüben ist. Hier habe ich halt so 35, es schwankt zwischen 30 und 40 down. Aber da ich hier eh keine großen Downloads mache, ist das nicht weiter tragisch. Ich war so unglaublich, nicht entspannt, sondern doch entspannt. Es hat sich einfach voll gelegt, als ich gemerkt habe, geil, die neue Leitung ist schon da und der Stream läuft perfekt. Ich hatte null verworfene Frames, wenn ich sonst mit dem LTE-Boost gestreamt habe. Da hatten wir nach einem Stream viele tausend verlorene Frames, die halt verworfen wurden, weil LTE halt hin und her zappelt. Und die Leitung hier ist stabil. Da kann ich durchballern. Geil, richtig, richtig geil. Ich kann sogar den Stream selbst anmachen und ich merke nichts. Also, Wahnsinn. Der war halt auch so inkonsistent, der LTE, dieser Hybrid-Ding. War aufgrund der LTE-Haftigkeit sehr inkonsistent. Und wenn ich irgendwas auf die Leitung draufgegeben habe, dann ist es sofort, man hat gemerkt, dass er dann erstmal in die Knie geht und den Boost weiter hochfahren muss. Und jetzt haben wir halt einfach eine noch bessere Leitung, die ultra stabil ist. Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Also auch wieder dicke, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, die Telekom-Leute, weil der Ding eigentlich so weit weg ist, der Verteiler. Also Props mal wieder an die Boys und Girls dort. Ja, die Leitungen waren ja immer krass. Wir haben hier immer das gehabt, was halt aktuell das Beste war, was ging. Und es war, hallo Mama, schreibt Idris. Und es war immer schön umgesetzt. Ich habe zwar jedes Mal bei dem Umstieg Angst gehabt, dass es nicht klappt. Aber wir haben halt auch den Shop nicht sehr weit weg und ich bin meistens dort und sag halt, hey, dies und das und habt ihr was Neues, wie sieht's aus und pipapo. Und geil, einfach nur geil. Ich könnte wirklich nicht glücklicher sein als über die Leitung. Edel! Jetzt muss ich nur noch das Zimmer tauschen, damit ich auch von diesem absolut krassen Download profitieren kann. Meine Freundin hat ihn halt drüben in ihrem PC, ich aber nicht. Ja, sehr schön. Haut ordentlich rein. Was würdet ihr eben drücken? Letztes Mal habe ich, wie gesagt, nichts gedrückt. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Macht's gut und bis heute im Livestream. Ach so, ganz wichtig. Der Livestream findet heute nicht um 22 Uhr statt, sondern später. Meine Freundin, beziehungsweise ihre Freundin und meine Freundin haben irgendwie ausgemacht, dass wir heute Abend ins Kino gehen, in Endgame. Und der Film geht irgendwie 3 Stunden oder sowas. Und er fängt erst um 19.30 Uhr an. Das heißt, ich bin noch um 22.30 Uhr im Kino. Und danach wollen sie noch was trinken. Und danach kann ich dann erst halt den... Also ich bin da bei der ganzen Sache dabei. Und ich kann da erst danach den Stream anmachen. Das heißt, der Stream startet heute wahrscheinlich, denke ich, so um 11, 12 oder sowas. Ich werde dribbeln, dass wir schnell nach Hause kommen. Aber er findet auf jeden Fall statt, nur halt später. Ja, bis später.